Nun ist es also raus. Niko Kovac wird ab Sommer der neue Trainer beim FC Bayern München sein. Und ich kann den Unmut von Freddy Bobic durchaus nachvollziehen. Denn der Zeitpunkt könnte wirklich nicht ungünstiger sein für die Eintracht. Denn am Wochenende schweres Spiel erstmal in Leverkusen. Und kommende Woche ist ja DFB-Pokal-Halbfinale. Und ich bin gespannt, wie viel Humor der FC Bayern hat, wenn Real Madrid mit ihnen selbiges tut. Und zwar vor dem Hinspiel im Halbfinale der Champions League. Wenn Real Madrid verkündet, dass man sich mit Robert Lewandowski einig ist. Alles Themen, die uns demnächst weiter beschäftigen, aber jetzt gehen wir mal direkt in die Bilanzen und Kehrleute, ey, was war das denn für eine europäische, in unserem Fall englische Woche genannt? Heieiei, waren da Spiele dabei, überall die Höchstspannung und echte Überraschungen. Ja gut, dass Liverpool sogar gewinnt, hatten wir nicht auf dem Zettel. Wir hatten das X für eine Superquote, dass Barca rausfliegt und noch nicht mal ein X schafft, sondern 3-0 bei der Roma untergeht. Heieiei. Atletico dann gestern, der Griezmann hat das Tor nicht getroffen, deswegen drei daneben, aber auch drei drin und die waren sehr gut, hohe Quoten und deswegen Olympique Marseille gestern, 2-4er-Quote getroffen, Salzburg 2-2-5 getroffen, super und das Boost-to-Score, nein, 0-0 war es sogar bei den Bayern gegen Sevilla, da hat der Ulreich doch gehalten, was er halten musste und was wir erwartet haben, was er halten soll. Und das war gut für uns, denn wir haben in der englischen Woche jetzt ein Plus von 10% und das ist doch ganz ordentlich dafür, wie brisant das alles so war. Und der Monat ist somit ein bisschen korrigiert und der Monat April schreibt jetzt minus 13.33%. Ja, und dann gibt's da ja auch noch eine persönliche Bilanz, die echt top ist und ich bedanke mich bei allen da draußen. Wir haben es geschafft. Danke, 1500 Abonnenten. Die haben wir jetzt überschritten und wir hoffen jetzt natürlich, dass wir euch auch jetzt weiter gute Tipps geben. Und deswegen schnell rein da. Morgen Mittag eine Drittligapartie. Um 14 Uhr treffen sich VfL Osnabrück und Paderborn an der Bremer Brücke und wir sagen die 2-1-8-5 voraus. Osnabrück hier. Osnabrück zuletzt Remis dreimal. Kämpfen noch so ein bisschen gegen den Abstieg, aber haben eigentlich ein ganz gutes Punktepolster. Und Paderborn, Alter, die Mannschaft der Stunde, zuletzt wirklich hohe Siege, nachdem man mal so 0-0 in Meppen dann dazwischen hatte. Gut, da wird sich versuchen, also Osnabrück wird versuchen, sich da bei den Meppen dann ein bisschen was abzuschauen, aber es wird nicht gelingen, weil kämpfen können beide Teams, aber Paderborn ist technisch einfach beschlagener und deswegen lassen sie sich das nicht nehmen, dann ordentlichen Schritt Richtung zweite Liga zu machen, denn Wien spielt auch gegen Magdeburg an diesem Wochenende und das kann man doch schön für sich ausnutzen. Top! Dann morgen um 16.15 Uhr haben wir La Liga, Barcelona spielt gegen Valencia, dann nehmen wir das X2 für 3.60, auch hier in der Region natürlich. Warum machen wir das? Ja, wir haben es gesehen, in Rom, Barcelona, 0-3 untergegangen. Okay, im Nou Camp spielt man natürlich stärker auf und klar kann man jetzt auch sagen, die streifen das ab, aber ich glaube nicht, dass das spurlos an denen vorbeigeht, sind auch nur Menschen und jetzt kommt wirklich ein erholtes, formstarkes Valencia daher und kann da durchaus was mitnehmen. Also ich finde die 1-3-Siegquote auf Barcelona so frech, dass wir den Risikotipp gehen. Samstag, 18.30. Upsala, sind zwei. Erstmal einen weg. Samstag, 18.30, das Topspiel der ersten Fußball-Bundesliga. Da haben wir den FC Bayern gegen Gladbach. Da sagen wir, Boost to Score, nein, für eine sagenhafte Quote von 2.25. Das Spiel übrigens live im Free TV. Guckt mal, wo es findet bei euch. Der FC Bayern und der Ulreich ist zu Null geblieben und der bleibt das auch gegen Gladbach. Die 2.25 ist wirklich der Hammer, wenn man bedenkt, Bayern hat nicht vergessen, wir haben das Hinspiel verloren da. Und man will auch der Konkurrenz zeigen, dass man die Null ganz gut halten kann. Also das bezieht sich natürlich auf kommende Aufgaben im DFB-Pokal gegen Real Madrid, dann in der Champions League und auch in der Bundesliga. Man will einfach weiter die Null so oft wie es geht halten, um dem Gegner auch zu sagen, halt so, Leute, kommt doch, wird sauer schwer gegen uns, wir sind die Nuller hier hinten.
Ja, und das wird auch so passieren, weil Gladbach muss auf Stindl verzichten. Der hat eine Gelbsperre und ich glaube, das gibt einfach eine Mega-Rache. So eine 3-0 oder so Schlappe für Gladbach. Ja, warten wir es ab, aber die 0 steht. Vielleicht geht es ja auch 0-0 aus, aber das glaube ich nicht. Am Sonntag dann, 15:30 Uhr, das Ruhrpott-Derby. Schalke gegen Dortmund natürlich. Bows to score, ja, sagen wir da, die Quote 1,70. Ich denke nicht, dass das wie im Hinspiel ein 4-4 wird, eher so ein 2-2, würde ich mal sagen. Aber Nastasic, der fehlt bei Schalke, das heißt, die Abwehr muss da hinten ein bisschen umgestellt werden. Und bei Dortmund, ja, Dortmund ist eh löchrig, auch wenn letzte Woche mal daheim 3-0 gegen Stuttgart gewonnen wurde, so muss man doch auch sagen, die Stuttgarter waren sehr harmlos. Und dieses Ruhrpott-Derby, da geht es um die Vorherrschaft im Revier. Ich denke, es geht hoch runter und ja, wie gesagt, ich sag mal so 2-2 geht das aus. Ach, vielleicht geht es sogar wieder 4-4 aus. Wir wissen es nicht, aber die Offensivreihen sind halt stark genug für Minimum einen Treffer auf der Seite. Die 1-7 ist sogar deswegen eine ganz gute Quote dafür. Da sind wir dann schon beim letzten Zettel und der ist etwas ganz Besonderes, aber gleich mehr dazu. Es spielt am Sonntag um 18 Uhr Werder Bremen gegen RB Leipzig. Da sagen wir, über 2,5 Tore werden hier in dieser Partie fallen. Und die Quote ist 1,75 und hier oben ist Bremen. Und was ist das Besondere? Ja, dieser Zettel ist zertifiziert vom Tippkönig. Manche werden ihn kennen von Facebook. Guter Kollege, der macht immer gerne so Einzeltipps, auch echt wirklich sehr gut recherchiert. Das praktiziert er sehr gut, der geht sehr tief in Regionalligen rein, kennt sich in der Formel 1 super gut aus. Geht da mal drauf, ich habe euch da unten irgendwie einen Link zu seiner Facebook-Seite gegeben und ja, wir wurden irgendwie verkuppelt von Zuschauern von uns, die mich darauf hingewiesen haben, ey, mach doch mal mit dem zusammen gemeinsame Sache und so. Ja, und eher umgekehrt auch. Also da gibt es irgendwie Überschneidungen. Und jetzt probieren wir das mal und wir haben eigentlich erst gedacht so, ja, machen wir mal zur WM oder so. Aber dann haben wir auch gesagt so, ja, eh am Quatschen hier so bla, wenn du mal was hast, können wir auch vorher anfangen. Und das machen wir jetzt halt. Und da sind wir uns einig, der Tipp ist drin. Ihr habt ja das Spiel auch gesehen halt in Marseille. Also war das eine gute Abwehrleistung von Leipzig? Quatsch, nee. Bremen hat eine gute Offensivabteilung. Der Kruse muss ja auch mal wieder treffen. Und ja, RB Leipzig kann ja nur nach vorne prügeln. Und könnte mir sogar vorstellen, dass die Partie 3-3 ausgeht. Ja, das war's mit den Tipps. Dann bleibt irgendwie nur noch zu sagen, ja, wie sehen wir denn den ganzen Spieltag, den 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga? Und zwar haben wir direkt Wolfsburg gegen Augsburg. Da sag ich mal 1-1. Hoffenheim gegen den HSV. Hamburg. 3-1. Hertha BSC gegen den 1. FC Köln. Ich glaube, Köln, das war's. Das gibt ein 1-1 und dann schwinden die Hoffnungen so langsam leider wirklich. Bayer Leverkusen gegen Frankfurt, knappes 2-1 für die Leverkusener. Stuttgart gegen Hannover 96, 1-1. Bayern München gegen Gladbach, 3-0 für die Bayern. Schalke 04 gegen Borussia Dortmund, hat es eben gesagt, 4-4 geht es vielleicht aus, 2-2. Ach komm, wir nehmen mal ein 3-3. Werder Bremen gegen RB Leipzig, da sage ich, Bremen gewinnt 3-2. Und hier, Tippkönig, hier unten anklicken gleich, ne, wenn ich hier fertig bin. Und er sagt sogar, ja, Risikotipp kann man auch nehmen. Also über 2,5 Tore und Werder-Sieg, was in der jetzigen Situation von RB Leipzig, wie ich finde, gar nicht so unwahrscheinlich ist. Und das gibt, glaube ich, sogar eine Viererquote, wenn ich mich nicht irre. Schaut es euch mal in Ruhe an. Und dann haben wir noch eine Partie am Montag. Mainz gegen Freiburg. Da sagen wir, langweiliges 1-1. Oder 0-0. Nein, 1-1 werden zumindest Tore fallen. Okay, das war schon wieder toi 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 fürs Wochenende und wir sehen uns dann zum DFB-Pokal wieder.